Marschmusik ist ja nicht mehr so in. Aber mit dieser hat es eine besondere Bewandtnis. Sie erschallte im Jahr der Einheit 1990, um eines deutschen Abenteuers von 90 Jahren vorher zu gedenken, vom Anfang des Jahrhunderts. Merken wir uns mal den Namen des Grafen Waldersee. Das Ganze erinnert mehr an einen Schützenverein. Das ist es auch. Hier in Düsseldorf versammelt ist eine Traditionstruppe. Mit dem traditionellen Säbel freilich nicht sehr vertraut. Sie gedenkt eines Mannes und offenbar auch mancher Ereignisse, die keiner von ihnen, so alt manche auch sein mögen, erlebt haben kann. Das scheint verknüpft mit eben jenem Grafen von Waldersee. Was dahinter steckt, wollen wir näher ansehen. Eine Szene, wie sie heute nicht mehr vorstellbar ist. Der Vertreter des größten Volkes der Erde überreicht dem deutschen Kaiser einen Entschuldigungsbrief. Von keinem geringeren als dem Kaiser von China. Der drückt darin Reue und Beschämung aus. Der Bote war ein Bruder des chinesischen Kaisers, damals gerade 19 Jahre alt. Wilhelm II. Belehrte ihn, dass die Chinesen große Schuld auf sich geladen hätten. Künftig müsse ihr Kaiser das Völkerrecht und die Regeln zivilisierter Nationen beachten. Doch habe der ja jetzt sein Bedauern ausgesprochen. So würden hoffentlich wieder friedliche und freundliche Beziehungen zwischen Deutschland und China herrschen. Somit heiße er den kaiserlichen Prinzen nunmehr willkommen. Darauf erwies Berlin dem Prinzen die einem Kaiserbruder zustehenden protokollarischen Ehren, die ihm vor der Wilhelmschen Verzeihung vorenthalten worden waren. Sehr schnell wurde der Prinz vom deutschen Hofstaat ebenso geschätzt wie von den Berlinern und der Presse. Zwischen Deutschland und China schien alles wieder in Ordnung zu sein. Was war denn in Unordnung gewesen zwischen den beiden Ländern? Wieso die Entschuldigung aus Peking, die der Prinz mit seinem Gefolge so weit hergebracht hatte? Traurig aber war, zwei höchst unterschiedliche Kräfte hatten Unordnung und Krach ausgelöst. Erst Sucht, dann Religion. Erst nach, dann nebeneinander. 150 Jahre bevor unser Westen unter der Drogenmafia aus Kolumbien und anderswo stöhnte, litt China ähnlich. Seine Mafia waren Engländer, Amerikaner und Franzosen. Sie stachelten die Opiumsucht, der viele Chinesen erlegen waren, immer wieder von Neuem an. Durch Schmuggel des in China verbotenen Stoffes. Besonders aktiv war die britische Ostindien-Gesellschaft. Der Gewinn aus diesem Schmuggel erlaubte ihr, chinesischen Tee für Europa zu Auch die Chinesen erinnern sich, Kanton. Als auch Söhne des Kaisers der Sucht erlagen, befahl er energischer gegen die Lieferanten vorzugehen. Entschlossen gegen die Mafia durchzugreifen. Er zwingt die Fremden, mehr als 20.000 Kisten Opium aus ihren Lagern herauszurücken und lässt es vernichten. Die Händler schwören Rache. Die Regierungen Englands und Frankreichs lassen sich hineinziehen. Der erste Opiumkrieg beginnt. Briten und Franzosen wollen Freihandel und Niederlassungsrechte erzwingen. Die Chinesen kämpfen, aber sie unterschätzen die Feinde.
Die fremden Kriegsschiffe sind nicht aufzuhalten, weder an der Küste noch auf dem Weg ins Innere. Die Briten siegen im Sturm. In mehreren Kriegen setzten Engländer und Franzosen durch, dass sie mit Opium handeln konnten, aber auch mit allem anderen. Sie zwangen China, ihnen und anderen Ländern Hafen, Städte und Handelsplätze zu öffnen. 1859-60 erschienen Briten und Franzosen schon zur dritten Invasion. Sie überwanden die berühmten Taku-Festungen und drangen bis Peking vor. Sie zerstörten den kaiserlichen Sommerpalast. Bilder vom Wiederaufgebauten machen deutlich, welche Schätze in solchen Palästen zu finden waren. Um diese Zeit suchte eine deutsche Flotte vor der chinesischen Küste nach geeignetem Gelände für eine deutsche Niederlassung. Eine preußische Delegation hatte von den Chinesen schon ähnlich günstige Handelskonzessionen erreicht wie die anderen Länder. So teilten die europäischen Mächte und Japan allmählich das riesige China in Einflusszonen auf. Manche verschafften sich Stützpunkte und Kolonien. So viele fremde Postchefs gab es schließlich in Tianjin. Die Chinesen hatten eine Post bis dahin für unnötig gehalten, außer für amtliche Briefe. Nun gründete auch China eine. Aber die Fremden waren tüchtiger. England hatte Hongkong, Frankreich Indochina, Portugal Macau, Japan Formosa und andere Inseln. Die Russen beherrschten die Mandschurei. Die Deutschen verlangten 1896 eine 50-jährige Pacht des Gebietes von Kiaochu. Die Chinesen sagten nein. Die Chance kam ein Jahr später. Sie hängt mit jener anderen Kraft zusammen, die neben dem Opium das Verhältnis zwischen China und den europäischen Mächten störte. Das waren die christlichen Kirchen, genauer gesagt deren Missionare. In China begegnete die christliche Mission starken Widerstand. Das Bild spricht wohl für sich.
Die Missionare förderten diese Abneigung durch höchst geringe Rücksichtnahme auf chinesische Sitte und Kultur. Ihre Unbeliebtheit mag auch damit zusammengehangen haben, dass sie bei den frühen Auseinandersetzungen um den Opiumhandel und dann bei den Kriegen als Dolmetscher und sogar als Beauftragte der fremden Eindringlinge auftraten. Wie nicht als einziger, aber als bekanntester, Karl Gutzlaff. Die religiöse Bearbeitung Chinas betrachteten sie als eine Besatzungsaufgabe. In den Augen der Chinesen waren sie eins mit den Besatzern. Einer von mehreren Friedensverträgen zwischen China und den fremden Mächten. Mit den Opiumkriegen wurde schließlich auch die Zulassung der Missionare erzwungen. Sie erhielten Privilegien, die viele Chinesen erbitterten. 1880 ließ sich Johann Baptist von Anzer von der Steyler Mission in der Provinz Shantung nieder. Die galt den Chinesen als heilige Provinz, hier ist Konfuzius geboren und begraben. Anzer verlangte und bekam Haus- und Grundbesitz, dazu Sonderrechte. Er propagierte Kiaochu deutsch zu machen. 1897 brachten Chinesen zwei deutsche Missionare um, Franz Nies und Richard Henle. Deutschland schritt zur Tat. Die Marine besetzte die Bucht von Kiaochu. Das Gebiet war ziemlich leer und hatte nur eine schwache chinesische Besatzung. Es gab keinen Widerstand. Deutsche Gründlichkeit war sogleich am Werk. Es war schon geplant, was hier entstehen sollte. Der Ort Kiaochu selbst gehörte aber schließlich nicht zur deutschen Zone. Mittelpunkt war ein Dörfchen, auf Deutsch meist Tsingtau genannt. Kaiser Wilhelm fügte ein G ein, Tsingtau. Nun sollte deutsche Macht herrschen und ausgestrahlt werden. Wo der deutsche A seine Fänge in ein Land geschlagen hat, das Land ist deutsch und wird deutsch bleiben. So versprach der Kaiser. Der Aar, sprich Adler, brachte seine Regeln mit. Zunächst musste der Boden auch rechtlich deutsch werden. Formell war Kiaochu ja nur ein Pachtgebiet. Chinesen wurde verboten, in der nun entstehenden deutschen Stadt zu wohnen. Sie bekamen eigene Siedlungen. Dann musste natürlich deutsches Recht eingeführt werden. Durchaus unter Berücksichtigung des Chinesischen, das doch eben noch so verachtet worden war. Prügeln ließen auch die Deutschen. Ein deutsches Gefängnis für Chinesen. Der Strafvollzug war wohl manchmal humaner als der chinesische, mit seinen noch lange üblichen Folter- und Hinrichtungsmethoden. In Tsingtau begannen die Deutschen, ihre Baupläne zu verwirklichen. Doch da kam eine arge Störung, der Boxeraufstand. Eine Explosion chinesischen Fremdenhasses, die nach der Vorgeschichte kaum sehr verwundern konnte. Wie wenig die Fremden und die Chinesen sich mochten, spiegelten ihre Karikaturen wider. In chinesischen wurden die Fremden oft als Schweine dargestellt oder auch als Ziegen. Die Zeichner machten sehr deutlich, welches Schicksal sie den Fremden wünschten. Chinesische Karikaturisten sahen auch die fremden Mächte China zerstückeln. So sahen es die Fremden ja auch. China war damals schlecht regiert und verwaltet. Viele Chinesen litten an bitterer Armut. Aufnahmen vom Anfang unseres Jahrhunderts.
der Tee, wichtiger Ausfuhrartikel, den die Engländer mit ihrem Gewinn aus dem Opiumgeschäft bezahlten. Höchst wenige Chinesen konnten sich Teestündchen leisten. Reiche aus dem Westen. Das Bild ist in Peking entstanden, 1899, auf der Pferderennbahn. Es sind Diplomatenfamilien. Ein Jahr später zerstörten Chinesen den Rennplatz. Damals gab es schon eine organisierte Bewegung gegen die Fremden, die sogenannten Boxer. So wurden sie von den Europäern bezeichnet, weil sie sich als Geheimbund Faust für Recht und Einigkeit genannt hatten. Den meisten Chinesen galten sie als tapfere Helden, den Fremden als barbarisches Gesindel. Es kam in den Provinzen zum Aufstand. Die Boxer ermordeten christlich gewordene Chinesen, dann Missionare mit ihren Familien. Sie griffen Bahnbau und Niederlassungen der Ausländer an. Die chinesischen Behörden schritten kaum ein. Die Regierungen der Angegriffenen reagierten selbst. Sie organisierten militärische Expeditionen nach Tientsin, das eine große Ausländersiedlung hatte, und dann unter dem britischen Admiral Seymour nach Peking, wo die Lage ihrer Gesandtschaften immer kritischer wurde. Die Expedition kam nur langsam voran. Sie musste sich immer wieder gegen die Überfälle der Boxer wehren. Die kaiserliche Regentin Chinas, Cixi, sympathisierte mit den Boxern. Auch sie liebte die Fremden nicht. Kriegsschiffe der Deutschen, Briten und Franzosen eroberten die schwer befestigten Marineforts bei Taku, um sichere Passage nach Peking zu bekommen. Bis dahin hatten sich die regulären chinesischen Truppen zurückgehalten. Von nun an kämpften auch sie mit den Boxern gegen die Fremden. Aber die Kaiserin hatte das Geld, mit dem aufgerüstet werden sollte, lieber in den Wiederaufbau des 1860 zerstörten Sommerpalastes gesteckt. Nun fehlten Waffen und Schiffe. Die Boxer drangen in Peking ein. Das Gesandtenviertel verbarrikadierte sich. Diplomaten wurden angegriffen. So stellten die Chinesen die Belagerung des Gesandtenviertels dar. Erstes prominentes Opfer wurde der deutsche Gesandte von Kettelau. Wilhelm II. Mobilisierte gegen die gelbe Gefahr. Dieses Bild hatte er als Geschenk für den Zaren von Russland in Auftrag gegeben. Die so symbolisch Dargestellten beschlossen, die Truppen in China durch ein gemeinsames Expeditionsheer zu verstärken. In der romantischen Heldenrolle, in der Wilhelm II. Sich sah und seine Deutschen sehen wollte, verabschiedete er das deutsche Kontingent mit einer markigen Rede. Ihr sollt auch rächen, nicht nur den Tod des Gesandten, sondern auch vieler Deutscher und Europäer. Kommt ihr vor den Feind, so wird er geschlagen. Pardon wird nicht gegeben. Gefangene nicht gemacht. Wie vor 1000 Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht haben, der sie noch jetzt in der Überlieferung gewaltig erscheinen lässt, so möge der Name Deutschland in China in einer solchen Weise bekannt werden, dass niemals wieder ein Chinese es wagt, etwa einen Deutschen auch nur scheel anzusehen. Der Segen Gottes wird sich an eure Fahnen heften und es euch geben, dass das Christentum in jenem Lande seinen Eingang finde. Adieu, Kameraden. Ein deutscher Karikaturist malte aus, wie es ausgehen würde. Die Truppen bekamen reichlich Verpflegung mit. Im belagerten Gesandtschaftsviertel in Peking wurde sie allmählich knapp. Graf Waldersee, Feldmarschall, wurde als Oberbefehlshaber der gesamten verbündeten Truppen ausersehen. Er kam aber mit seinen Deutschen erst an, als die wesentlichen Schlachten geschlagen waren.
Die Verbündeten eroberten im August des Jahres 1900 Peking und befreiten die Schar der Diplomaten, ihrer Angehörigen und ihrer Verteidiger sowie mehrere Missionare mit ihren Gemeinden. So sah das Gesandtschaftsviertel aus. Nun kam auch Waldersee mit der deutschen Haupttruppe an. Unter seinem Oberbefehl wurde die Boxerbewegung im Lande niedergeschlagen. Die chinesische Regierung zur Kapitulation und Wiedergutmachung gezwungen. Mit den vermeintlichen oder wirklichen Anführern wurde kurzer Prozess gemacht. Chronisten berichten, die fremden Truppen hätten kaum weniger grausam gehaust als die Boxer, auch die Deutschen nicht. Auch die wertvollen Geräte der kaiserlichen Sternwarte. Deutschland musste seinen Anteil nach dem Ersten Weltkrieg unter dem Versailler Vertrag zurückgeben. Die Franzosen ihren nicht. So also war es zur Berlin-Reise des Sühneprinzen gekommen. Die Entschuldigung war Bestandteil der Friedensbedingungen. So freundlich waren die deutsch-chinesischen Beziehungen mithin keineswegs gewesen. Gern hatte China das Gebiet um Tsingtau natürlich nicht hergegeben. Die Deutschen hatten nun auch Bergbaurechte außerhalb Kiaochus. Die chinesischen Arbeiter beklagten sich bald über schlechte. Auch hier klagten die chinesischen Arbeiter über schlechte Bedingungen. Sogar das deutsche Gouvernement beschwerte sich, die deutsche Bauleitung verderbe das Verhältnis zwischen Deutschen und Chinesen. Thank you.
Ab 1910 konnte man in 13 Tagen von Berlin nach Tsingtau oder umgekehrt fahren. Bei nur zweimal umsteigen, sogar über zwei verschiedene Strecken. Preis zweiter Klasse mit Schlafwagen, 536 Reichsmark und 75 Reichspfennige. Nicht zu vergessen die Schiffsverbindungen, von denen Tsingtau abhängig war, und seine Werft für die Kriegsmarine. Zu den hohen Herrschaften, die den Stützpunkt inspizierten, gehörte auch der Feldmarschall vom Boxeraufstand Graf Waldersee. Da entstand nun eine Stadt, die anderen Europäern attraktiv erschien und wirtschaftlich aufblühte. Das Gouvernement. Da residierte der Gouverneur. Die Polizei. Die Post. Von innen. Die Bank. Noch eine Bank. Die Hapag-Reederei. Die Hafenstraße, der Badestrand, das Strandhotel, Hotel Prinz Heinrich, Hohenzollernstraße, Prinz Heinrichstraße, Diederichsweg, Friedrichstraße, Sander, Wieler und Kompanie. Firma Bödecker. Firma Karlowitz. Seidenindustrie. Der Schlachthof. Die Markthalle. Das Klima war besser als in den meisten anderen Gegenden Ostasiens. Und im Umkreis Tsingtaus ließen sich auch wohlhabende Chinesen nieder. Das Taxi von damals, die Rikscha. Nun ebenfalls im Kreislauf der deutschen Wirtschaft. Die Deutschen fanden Chinesen komisch, die sich europäischen Sitten anpassten. Dass sie selbst auf die Chinesen seltsam wirkten, kam ihnen kaum in den Sinn.
Aber allmählich bildete sich doch gegenseitiger Respekt heraus. Besuch des chinesischen Nachbargouverneurs beim Deutschen. Deutsche Offiziere fanden nichts mehr dabei, mit chinesischen Würdenträgern beim deutschen Gouverneur zu erscheinen. Und hier besuchen deutsche Offiziere den Bürgermeister des nahen Erholungsortes Chimo. Hier konnten sich nun auch Kirchen und Missionare ungestört betätigen. Ein Soldat wiederum berichtete, seine Kompanie habe einen sibirischen Bären und drei Affen zum Zeitvertreib gehabt. Wohl um die Kameraden den Bordellen fernzuhalten. Deren Gesundheitskontrolle oblag den Militärärzten. Im sonstigen, nostalgischen Erinnerungsgut an das ostasiatische Idyll deutscher Musterhaftigkeit werden sie nicht erwähnt. Da näherte sich der deutsche Kolonialtraum schon dem Ende. Der Erste Weltkrieg brachte es, 1914. Die deutschen Schiffe konnten sich ebenso wenig halten wie die Garnison, als die Japaner angriffen. Wenige Monate nach Kriegsausbruch war das deutsche Gebiet von den Japanern besetzt. Die deutschen Soldaten wanderten in japanische Gefangenschaft. Wo ein deutscher Mann in treuer Pflichterfüllung für sein Vaterland fallend begraben liegt und wo der deutsche A seine Fänge in ein Land geschlagen hat, das Land ist deutsch und wird deutsch bleiben. Die Zuversicht ihres Kaisers hatte nichts genützt. Ein Kriegsgefangener zeichnete im japanischen Lager noch einmal auf, was verloren gegangen war. Fahrt in die Gegenwart. In eine chinesische Stadt, in der das Deutsche Reich ein ostasiatisches Herrschaftszentrum aufbauen wollte. Die baulichen Spuren der Deutschen sind nicht zu übersehen. Das Regierungsgebäude. Die Chinesen haben es erweitert, in dem gleichen Stil, den sie damals vorgefunden hatten. Die Brauerei. Die Chinesen haben aus ihr mittlerweile die drittgrößte ihres Riesenreiches gemacht. Sie exportieren, auch nach Deutschland. Tsingtau-Bier ist immerhin nicht das Stammgetränk unserer Traditionspfleger. Wir haben es gestiftet, als Symbol.
Das Schützenfest interessiert hier doch mehr als der imperiale Traum vor 90 Jahren. Tsingtau hat viel durchgemacht, wie ganz China. So ein Tsingtau gäbe es ohne die Deutschen nicht. Man kann wohl fragen, ob diese Baudenkmäler, die von einem Irrweg der deutschen Geschichte erzählen, nicht zu teuer bezahlt worden sind. Seltsam. Ausgerechnet beim Schützenfest an Chinas Unglücksgeschichte und Deutschlands, nein, Europas Größenwahn erinnert zu werden.